Hallo! Willkommen zu Plague Inc. Beim letzten Mal hat der kleine Seuchling ein Bakterium, welches nur ein kleiner, winziger Seuchling geboren im Herzen von Frankfurt. Er hat die Welt erobert und alle bis auf 129.000 ausgelöscht. Heute haben wir Maves Spielstand. Maves wird auch spielen. Und wir haben verschiedene neue Viren und Erreger, die wir machen können. Und es ist klein zu spaßig, um nicht reinzuschauen. Heute die Welt. Heute die Welt. Ja. Yeah. Yeah. Diesmal schaffen wir es. Okay, ich war sehr überrascht, okay, dass ich anscheinend alle Seuchen schon frei habe, also freigeschaltet habe. Und wir haben jetzt hier die große Auswahl zwischen fantastischen Zutaten für unser Menü. Und ich glaube, wir hatten uns für die Biowaffe entschieden. Oder für Nanobios. Nam, nam, nam. Ich war für die Biowaffe. Die Biowaffe. Tödlicher Erreger. Vernichtet alles, was mit ihm in Kontakt kommt. Alter. Damit haben wir eigentlich schon gewonnen. So, hier könnten wir jetzt noch genetische Codes einschleusen, wie das erhöht die Mutationschancen oder dass wir besser zu Land sind oder zu Luft oder zu Wasser. Oh, Trockenbonus, Wasser Landbonus. Land, also. Wollen wir uns ein Gen einbauen? Ich wäre für den Mutationsbonus, damit wir ein bisschen einfach mal ein bisschen Bonus gratis was bekommen. Es bringt ein bisschen Nervenkitzel. Aber da könnte natürlich sein, dass das kommt, was uns schon verrät, ne? Ja. Da können wir das auch sofort wieder killen. Dann haben wir hier Luft- und Land- und Wasserbonus. Erhöht die Seuchenausbreitung über Wasser. Wo wollen wir anfangen? Ich meine, was mit Kanada anfangen? Ich wollte gerade sagen, ich meine, wir hatten immer Probleme mit Nordamerika. Das wäre witzig, wenn wir mit Kanada anfangen. Nordamerika war immer schon recht standhaft. Okay, na warte, ja. wir haben eine Biowaffe. Wo kann man die am besten loslassen? Wir starten in Russland. In Japan. Die haben bestimmt was auf Lager. Okay. Okay. Die haben selbst bestimmt irgendwo was schiefgegangen und es ist ausgegangen. Wir haben einen Landbonus, oder? Also ein Landbonus, ne? Dass wir mit schönen Biowaffen mit Auto rumherfahren. Wo liegt ja. Raccoon City? In Amerika? In den USA würde ich einfach mal behaupten. Okay. So, trocken, Feuchtigkeit, Land was oder Stadtbonus. Was ist mit einem Stadtbonus? Wir hatten immer Probleme, glaube ich, mit den Städten. Okay. Denn um Russland herum sind ein paar Städte. Hier gibt es Bonuspunkte DNS bei Rückentwicklung. Und Rückentwicklungskosten erhöhen sich nicht, was ich nicht verstehe, was das bedeutet. Aber Bonuspunkte. Ja, machen wir das Erste. Bonuspunkte. Okay, dann haben wir ordentlich den Code. Bonuspunkte. Dann haben wir den Code ordentlich manipuliert. Und warum ist da ganz oben was frei? Ja, da habe ich nichts freigeschaltet. Das sind drei kleine Wörter. Achso, okay. Ich weiß leider nicht, was das hier alles bedeutet. Ob das orange, blaue sind. Ich weiß wieso nicht. Vielleicht kommen jetzt ganz andere Sachen auf uns zu. Ne? Ich denke, dann bekommt man für die Teile auf der Karte, wenn man sie anklickt, mehr Punkte oder so. Okay. 67% waschen sich die Hände, Forscher arbeiten 3 Tage die Woche, Kranke werden ignoriert. Ich mag es nicht, dass sie von 3 Tage die Woche zu Forscher machen, Überstunden 7 Tage die Woche übergehen. Ja, das ist ein bisschen krasser Schritt, ne? Okay, die Biowaffe. Ja. Fleißige Bienchen. Einfach Bienchen. Das ist ein guter Codename. Ja, ja. Nein, oh, nein. Das muss technisch der klingen. Schwarm. Bienchen der Schwarm. 21. Bienchen 21 oder so. So hieß ich auch mal auf Knuddels. Oh Mann, ey. Leute, okay. Die 2000 geboren sind, sind 21. Ja. Yeah. Startgebiet wählen. Wir wollten Russland, ne? Ja. Ja. Auf geht's. Ja, wenn wir es in Russland schaffen, dann schaffen wir es überall. Niedrige Temperaturen, das heißt, wir müssen als allererstes Kälteresistenz aufbauen, oder nicht? Mhm. Das wäre gut. Biowaffenkrankheit für Bienchen ist eine Biowaffe, die unabsichtlich freigesetzt wurde. Du wirst automatisch mit der Zeit tödlicher. Oh nein. Kannst du alle infizieren, bevor deine Überträger tötest. Oh, oh nein, dann ist das kein gutes Startland dafür. Oh shit, wir sind so raus. Wir haben jetzt schon. Na, wir haben noch nicht verloren. Schauen wir mal, was hat Russland für Eigenschaften? Wieso immer in den Bergen? Wie sehe ich nochmal die Eigenschaften hier auf den 3 Punkten? Auf das Porträt klicken. Auf das Porträt klicken, okay. Wir haben. Kalt, feucht. Es ist kalt. Und kalt. Oh, wir sind auch, ist auch mehr ländlich. Humides Land. Ja, und es ist rural geprägt. Was heißt das? Ja, ländlich. Ah ja, danke. Das habe ich auch gewusst. Also wir haben schon 4 Leute infiziert. Wir haben schon 4 Leute an 5 verschiedenen Orten infiziert gerade eben. Okay, warum wird das immer angezeigt? Ich weiß nicht, können wir Kälteresistenz, die kostet glaube ich 9 oder so, die sollten wir direkt holen.
Okay. Die sollten wir unbedingt holen. Wir gucken mal kurz. Kälteres. Oh, können wir schon holen. Weiter vom Mikrofon weg als vorhin. Ich kann näher ran. Warum? Ja. Nein, nicht wirklich. Wenn es nicht weiter weg ist als vorhin, dann alles gut. Okay. Und dann sollten wir eigentlich auch sehr schnell drauf losgehen, hier, dass wir den Scheiß verbreiten können, weil sonst, wenn es mit der Zeit tödlicher wird, dann, ja, sterben alle. Das ist ziemlich gut, weil wir uns nicht die Mühe machen müssen, selber irgendwie die Symptome auszuarbeiten. Es gibt auch Symptome, die sind kalte Länder werden kälter. Oh. Oh, das heißt, wir müssen mehr auf Kälte, noch mehr auf Kälte dann eingehen. Ich kann mal kurz Finger übertragen. Was ist das denn hier? Gen. In der Mitte? Seht ihr wahrscheinlich, dass mit der Zeit tödliche Gene. Vielleicht wollen wir da mal eben 2 Punkte investieren, würde ich fast sagen. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Yeah. Und dann können wir hier vielleicht über den Viehbestand noch verrücken. Oh yeah! Nice. Ja, weil es endlich ist. Und dann Wasser, weil Russland feucht ist. Ja. Du bist so unreif, Johnny. Nein, nicht deswegen. Ich mag einfach die Vorstellung, dass dein ganzes Land feucht ist. So wie Neuseeland. Mal Neuseeland ist das Zentrum von Neuseeland ist ziemlich feucht. Sie sind ziemlich übersät. Oh Mann. Meine Fresse. Warum ist Moggy so leise? Der war doch eben nicht so leise. Bin ich leise? Nö, bei mir ist ganz so. Nein, überhaupt nicht. Okay. Wollte mich gerade sagen, ich sitze normal vom Mikrofon. Hast du gerade gesagt, Johnny ist doof? Ja. Ich hab taub gesagt, aber doof ist es gleich. So taub, okay. So. Okay. Über Luft Was oder über Wasser? Wasser. In feuchten Gebieten. Es ist ja ein feuchtes Gebiet, ja. Okay. Selber, lachen alle Kälber. Es gab auch mal ein klassisches Buch namens Feuchtgebiete. Und einen Film dazu. Bienchen erreicht die Türkei. Okay. Den habe ich auch nicht gesehen. Wie ist es darüber gegangen? Den habe ich nicht gesehen. Na, hier über Autos. Das ging schnell. Oh, es fängt immer mit der Anämie an, oder? Was war das eigentlich nochmal? Im Detail. Blutarmut. Irgendein Blutkörperchen. Sauerstoffmangel in den Organen. Nur die Blutarmut. Okay. So, ich habe überlegt, ob ich sowas sagen will, wie in Japan fängt die Anime auch immer an. Das habe ich vorhin schon überlegt und mich dagegen entschieden. Wir könnten nochmal hier 5 Punkte reinmachen, dass es noch weniger tödlich ist. Aber ein feuchtes Russland fand ich dann... Können wir machen. Oder wollen wir das... Was ist das denn hier? Senkt Tödlichkeit durch die Aktivierung von Schlüsselgenen, die durch Produktion von Giftstoffen steuert. Was? Was ist das denn? Senkt Tödlichkeit, nehmen wir für 1 Punkt mit. Senkt die Tödlichkeit der Waffe zurück, benötigt Zeit, um sie zu regenerieren. Oh, das kann ich immer wieder kaufen dann anscheinend. Ach so, okay. Nicht jetzt. 3 Punkte, soll ich das holen? Ich würde warten. Okay, wir warten. Oder wir erhöhen erstmal kann man es dann immer wieder... Wir erhöhen erstmal die Übertragbarkeit, glaube ich. Ja, genau. Also bisher muss ich sagen, die Biowaffe macht sich sehr viel besser als der kleine Seuchling aus Deutschland. Ja. Es ist fast schon so, als ob sie dafür gebaut wurde. Wie haben wir auf der Welt? 5000. Der Säugling wurde auch dafür gebaut. Nein, er ist einfach so entstanden. Fest der Säugling wurde halt auch einfach richtig gut gebaut. Okay, exponentiell hat's wirklich beschrieben. Arme Region. Urbane Region, naja, Russland ist jetzt nicht so urban, ne, wahrscheinlich. Das stand da nicht dabei. Ich würde nochmal auf das Vieh gehen, ehrlich gesagt. Das ist nämlich auf der ganzen Welt gut. Gute Idee. Du willst nicht, dass dein Vieh Krankheiten überträgt. Nein. Vor allem könnte es dadurch auch weiter unentdeckt bleiben, wenn es sich viel durch die Tiere überträgt. Denn dann würde jemand davon ausgehen, dass es eine Biowaffe sein könnte über eine Erde. Ich meine, ich weiß nicht, was das daran ändert, aber es ist schwer, Krankheiten, die in Tieren schlummern, irgendwie zu bekämpfen. Jetzt heißt es warten. Aber ich würde sagen, Russland ist soweit ziemlich... wir sind gut unterwegs. Ja, wir verbreiten... Oh, wir verbreiten uns gerade sehr gut. Oh, es fängt an zu töten. Oh nein, wir töten. Oh nein, wir haben Tote. Gott, wir töten eine Menge. Okay. Fähigkeiten. Oh nein, wir wurden gefährlich. Senkt die Tödlichkeit durch die Aktivierung von Schlüsselgenen. Ja, das passt schon. Was auch immer das heißt, weniger Tödlichkeit. Tödlichkeit ist 0 wieder.
Okay. Okay. Oh, das heißt, wir müssen als nächstes gucken, dass wir noch mehr verbreiten. Vor allem vielleicht in urbanen Gegenden. In Europa ist es langsam auch eingedrungen. Ja, das kostet... Wie wär's, wenn wir einfach mit dem Wind drauf losgleiten? Okay. Frei wie der Wind. Vom Winde verweht. Vom Winde verweht, ja. Anstecken als Tuberkulose. Ja, es geht's gut voran hier, finde ich. Oh! Oh mein Gott! Was? Was ist denn da passiert? Wie ist das jetzt passiert? Alter, wir haben hier nicht. Was? Husten wurde mutiert. Das ist süßer als türkischer Honig, sowas zu sehen. Oh Mann. Komm schon. Was ist es? Oh mein Gott. Ich werde demnächst türkischen Honig bestellen. Okay, die Türkei hat es rausgefunden. Wer hätte das gedacht? Und er wird super. Russland, macht ihr das? Na. Nee. Na. Erster Todesfall durch der Türkei bestimmt. Pech oder Anfang von etwas Schrecklichem? Pech. Bienchen 21 ist so ein guter Name. Oh, 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 okay, wir töten wieder wild drauf los. Wir infizieren, ja. Oh, wir infizieren so gut. Arznei ja. Norwegen Hemdinfektion. Gott, ich hätte so Angst. Nein, wir müssen Medikament Resistenz aufbauen. Das hier? Ja. 14 Punkte, okay, wir müssen noch ein bisschen sparen dann. Keiner kann dem Bienchen gleichkommen. Oh, Russland, jetzt geht's los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich mag, wie sich das Bild ändert von Russland. Okay, wir haben 14 Punkte. Okay. Und dann sollten wir langsam mal gucken, dass wir gegen die Hitze gehen. Die werden euch nicht helfen. Die Hitze und dann über Blut übertragen. Dann kommen wir in den Süden. Okay. Ja. Hitze in den Süden. Kostet 15. Hitze, Blut und wir müssen vor Europa, brauchen wir die Flöhe. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ey, was geht? Ich sehe die DMCA-Claims. Warte mal. 15 war das, ne? Shit. DMCA ja. Hat hier gar nichts zu tun. Jetzt haben wir's. Und Russland fängt an, das Sterben. Ja. In Russland fängt an, das Sterben. Jetzt haben wir bald 10.000 Tote. Du bist nicht die erste Geschichte, der diesen Satz guck mal, Grönland. Das ist ein Romantitel. Was? Ist dein Ernst? Nein, nein. Okay. Oh, wir töten. Wir müssen noch ein bisschen stärker in den Süden vordringen. Okay, wie machen wir das? Weißt du überhaupt mit Skandinavien schon wieder? Ah, ja, Blut in den Süden. Und ja. 12 Punkte. Wir werden, wisst ihr, was wir werden? Bloodborne. Oh. Hat die Schnauze. Ey, 12 Punkte. Das? Blut. Was ist... Okay, Blut und dann als nächstes vielleicht für die urbanen Gegenden die Flöhe. Wir haben schon 100.000 Tote. Oh mein Gott. Das geht schnell, ja. Oh, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Oh, oh. Wie wär's, wenn wir haben 3 Punkte gerade übrig. Wie wär's, wenn wir die Tötlichkeit ein bisschen zurückschrauben? Ja, genau das. Dieses Ding. Die Notbremse. Das kostet 6 Punkte. Das kostet mehr als 3. Nein. Was kostet 6 Punkte? Die Tötlichkeit ist aber noch gering. Nein, 7. Oh. Ja, warum sind so viele Tote? Die Tötlichkeit ist überhaupt nicht hoch. Nee, ist weil wir nicht vielleicht viel infizieren? Scheiße. Und wir brauchen auch Kälte. Wir müssen früh an Kanada denken. Na guck mal, dadurch, dass Grönland schon so down ist, denke ich, sind wir ganz gut in Kälte aufgestellt, oder? Guck mal hier, geht's los. Würde auch sagen, aber das dachte ich schon einmal. Schlafstörungssymptom. Ja, stimmt. Maeve, ja? Kanada hat schon mal versagt, obwohl Grönland schon längst gefallen war. Ja. Nicht versagt, sondern... Ja, ich weiß schon. Okay, Polen fängt an zu forschen. Shit. Ganz cool bleiben, lasst euch nicht anmerken, dass wir gerade viel mehr töten, als wir sollten. Die engagieren gerade ziemlich viele Imker, glaube ich. Okay, wir kriegen gerade sehr viele Punkte. 24. Okay, wie gehen wir vor? Oh, wir müssen was für den Süden machen, der Süden ist viel zu Wollen wir müssen auf jeden Fall das erstmal machen, die Tödlichkeit muss runter. Okay. Sonst wird das schnell vorbei sein. So, und dann übertragen über? Moskitos. Ah, Moskitos, ja. Okay. nein, eher. Oh, das ist so unangenehm. Haben wir vielleicht letztens Neuseeland irgendwie verpennt? Wandelnde tote Symptomkombo. Schlaflosigkeit und Blutarmut treiben die Menschen dazu müde, umherzuwandern. Wissenschaftler arbeiten weniger produktiv. Das ist sehr gut. Oh, die Welt wird infiziert. Wir kommen aber nicht ganz. Wir können nicht ganz den Kontinent verlassen. Okay, wir haben Punkte.
Wir müssen meinst, was ist mit Wasser? Meinst du die eurasische Sehne, die eurasische Warte mal. Platte? Geh mal auf Vogel. Landübertragung und Mutation. Ah, Landübertragung. Hm. Ist teuer, aber wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch das Geflügel genommen. Vögel, wir vertrauen auf euch. Fliegt um die USA! Wie fühlt sich das an? China ist schon so rot, die werden schon noch dafür sorgen, dass ich das verbreite. Ich wusste, es war richtig, auf Kentucky Fried Chicken zu setzen. Es läuft. Ah, wir haben schon den Joke Sinn. Gebracht, dass wir rot mit Kommunismus verglichen haben, richtig? Ja. Ja. Okay. Also ich habe ihn gebracht. Okay, dann müssen wir das nicht nochmal machen. Noch mehr Wasser? Ich hatte leider den falschen Zeitpunkt dafür. Feuchte Gebiete, Übertragung auf Schiffen. Oder wir machen Blut wegen den armen Ländern. Haben wir bei Symptomen nicht Husten oder sowas, das wir noch dazu nehmen können? Ja, ich will haben wir, glaube ich, schon. Haben wir schon Husten. Wurde sind schon wir luftübertragen? Was ist mit Fähigkeiten? Was ist mit hitzebeständig? Sind wir hitzebeständig? Deswegen kommen wir vielleicht nicht weiter. Sind wir bitte. Ich würde auch noch mehr hitzebeständig machen, ehrlich gesagt. Okay. Denn ganz offensichtlich kommen wir nicht so recht in den Süden runter. Das ist aber ultra teuer. Na gut, wir schauen, was es bringt. Es muss helfen. Sollte auch ultra hilfreich sein. Jetzt ab in den Süden. Kommt schon. Schau dir den Süden noch mal an. Schau Südamerika an. Da klappt es schon mal. Ja, schon mal, ich glaube, es klappt. Da steppt der Bär. Ich will hier ganz viele Blubberblasen jetzt sehen. Ja, eine haben wir schon. Die USA hat es komplett erwischt vor allen anderen. Warum haben wir die USA so... Oh mein Gott, USA hat richtig die USA und Russland. Amerika mehr miteinander, als sie zugeben würden. Südamerika! Wir haben viele Punkte. Auf Neuseeland. Wir haben viele Punkte. Wollen wir uns vielleicht hier noch ein bisschen rein in die Arzneimittelresistenz oder so? Ich würde mehr auf Übertragung gehen. Ja. Mehr auf Übertragung. Irgendwas stimmt nicht mit Neuseeland nicht. Da ist nämlich noch gar nichts, glaube ich. Okay, wollen wir mehr auf Luft oder mehr auf Wasser setzen? Ich mach mehr Luft, wir haben noch viele Flugzeuge aktuell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Luft... Damit können wir dann auch nach Australien Luft ist trockene Gebiete auch. Und Flugzeuge. Luft ist immer besser. Schauen wir mal, was wir bei Australien... Ich hoffe, Australien ist trocken. Und Neuseeland. Kanada geht los. Australien ist ziemlich trocken. Okay, doch. Neuseeland hat's. In Kanada beginnt's, Neuseeland ist erwischt. Also wenn komplett Sibirien und Grönland ist, irgendwann muss... Okay, das waren viele Punkte. Also Kanada kann nicht ewig... Wir könnten auch voll auf Wasser gehen und dann uns in der Mitte nochmal angucken, was da gibt. Ja. Yeah. Stimmt. Na gut. Starkes Bio. Überlebe Luft- und Wasserfilter. Das kostet 25. Und die Übertragung. Okay, wir sind auf der Boot. Ich bin übrigens erstaunt, wie gut sich. wir sind auf der. Wir werden überwacht. Ja. Okay, wir können es uns leisten. Ich wollte gerade sagen, ich bin wollen erstaunt, wie gut holen? Sich Afrika schlägt. Ja, ja, die Wiege der Menschheit, Mogi. Okay. Okay. Wenn jetzt das Virus tödlicher werden würde, ist das kein Problem. Afrika sieht immer besser aus. Ausschlag bekommen. Oh, das kenne ich. Das gefällt mir. China ist führend in der Heilmittelforschung. 7% haben die schon. Aber China ist komplett überrascht. Oh, hier raus, Flugzeug. Oh nein. Wir sollten die Tödlichkeit. Jetzt brauchen wir die Tödlichkeit. Wir brauchen Tödlichkeit. Sicher jetzt schon? Wir dürfen die nicht vergessen. Ja. Okay, worauf wollen wir gehen? Blut? Das, was am meisten Tödlichkeit bringt. Na, ja, das war das hier, ne? Na. Also, brauchen wir erstmal das. Ja. Oh mein Gott. Das könnte ein Organversagen bringen. Das könnte ein Overkill sein. Wir müssen jetzt unbedingt weiter auf Übertragungen gehen. Mehr als doppelt so hoch. Das war eventuell zu viel des Guten, Jungs. Okay. Es könnte sein, dass das zu viel war, ja. Wir beobachten es. Die Häfen in China sind geschlossen. Wir haben gerade die Welt zerstört. Hier oben Kanada. Die Welt. Kanada ist komplett infiziert. Ja. Die bekämpfe die Heilung. Ja, Neuseeland gefällt mir noch nicht. Sag ich dir, ich glaube, wir haben auch letztens Neuseeland ein bisschen verpennt. Neuseeland. War das vielleicht echt Neuseeland? Was Urban. Ja. Urban und wir reich. Wir brauchen Dingens. Wir brauchen Flöhe. Okay. Flöhe. Wir gehen in die Flöhe. Alle Punkte weg. Was ein Zirkus. Neuseeland, wie sieht's aus? Steigt der Wert? Ja, steigt. Er steigt okay. Langsam, aber er steigt. Das Problem ist nur, wie sieht's mit der Tödlichkeit aus? Wie sehen die Toten weltweit aus? Zysten-Symptom. Symptom. Oh. Schauen wir uns die Welt an, Maeve.
Ja, das ist die Welt. Jetzt will ich noch Neuseeland. Jetzt brauchen wir, jetzt müssen wir ein bisschen ranklotzen mit der Tödlichkeit. Oh, jetzt. Aber wir haben immerhin jetzt schon eine Heilung. Okay, die Heilung schreitet sonst zu schnell voran, wenn wir nicht genug töten. Wir können uns nichts leisten, was die Tödlichkeit betrifft. Das hier wäre ganz gutes Fieber, ne? 11 Punkte. Ich meine, sie ist recht hoch. Vielleicht werden wir dann auch zu schnell, aber. Tödlichste Seuche aller Zeiten. Haben wir noch irgendwo Länder, die problematisch sind? Warte, wir haben genug Punkte jetzt, oder? Ja, ja. Ja. Das sollte für Fieber reichen. Gutes altes Fieber. Was hätten wir noch zur Auswahl? Na, ich glaube nicht, dass wir noch Punkte für was anderes zusammenbekommen werden. Führt. Wir können nicht mehr wirklich noch jemand Neues Doch, ich kann die Lungenfibrose noch holen. Die gibt noch ein bisschen. Ja, okay. Ja, dann, klar. Okay. Können wir hier die nicht verkaufen? Naja, das bringt doch so gut wie nichts. Senkt Tödlichkeit durch die Aktivierung. Oh yeah, doch, ja, genau, ja. Doch, die bringt sogar 4 Punkte. Ich verkauf die zurück. Oh. Und das auch, und ne? Jetzt wird Reduziert getötet, die Wahrscheinlichkeit, tödliche Gene freigeschaltet werden. Oh, das hätten wir schon viel früher loswerden sollen. Ja, aber das war jetzt 13 Punkte in die Symptome rein. Okay. Wo gehen wir rein? Irgendwas, was Tödlichkeit erhöht. Das hier. Symptome auf jeden Fall auch. Lungenödem. Okay, das war's, glaube ich. Mehr können wir nicht machen. Ja. Okay. Es werden automatisch Dinge noch freigeschaltet. Neuseeland. Oh, sie fallen? Ja. Okay. Neuseeland. Wenn ihr sehen weltweit, jetzt weltweit alle infiziert. Das ging schnell. Okay. Alle infiziert. Jetzt müssen sie nur noch sterben. Irgendwie. Mein Gott, wie konnten wir das denn immer falsch machen? Die letzte gesunde Person auf diesem Planeten wurde mit Bienchen 21 infiziert. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Tödlichkeit über die 43% rüberkommt. Wir haben viele, viele Punkte. Jetzt einfach nur töten. Der macht das totale Organversagen. Ja. Wo war das? Ja. Oh nein, Koma. Koma. Auf geht's. Einfach nur Koma. Damit kann man auch nicht mehr forschen. Die Forschung ist bei 40%, das schaffen die nicht mehr. Naja, nein, das schaffen die nicht. Ich habe das Gefühl, es könnte schwer werden. Die ist runtergegangen. Die können noch mehr forschen. Oh. Oh. Yeah. Die Infektionen. Ich meine, es macht an dem Punkt alles keinen Unterschied mehr. Nein, wir haben die Welt vernichtet. Diesmal haben wir es geschafft. Man könnte fast sagen, das war der Easy Mode. Na, wir hatten natürlich ein paar Mutationen in unserer Mutation. Hör doch auf, das noch zu kaufen, Maeve. Was bringt doch nichts? Wir haben doch schon gewonnen. Das ein bisschen mehr töten. Wirklich, wirklich fleißige Bienchen. Was man kaufen kann, kauft man. Ich sag dir, dunkel, manche Länder sind. Sind die schon komplett tot, die dunklen? Hier? Wahrscheinlich. Ja. Naja, die noch ein paar. Na, fast. Aber was? Russland hat bis zum Ende noch gelebt? Ja, die haben immer noch. Das ist wirklich stark. Die halten sich. Die bekommen aber so nicht mehr klein. Lange. Ich meine, haben wir gerade Winter, weil das wird's erklären. In Neuseeland leben auch noch welche? Wir haben Herbst. Ja, das und Russland ist zu Ende. Wir haben noch letztes Flugzeug. Beendet. Wir haben noch Millionen Leben da, ne? Diese Person in Russland? Diesem Flugzeug. Vorbei. Russland ist vorbei. Neuseeland hat noch 3000. Nicht mehr. Die Personen in dem Flugzeug haben keinen Ort mehr, um Kerosin zu tanken. Neuseeland 800, 600. Warte, wer lebt jetzt ansonsten noch? Ja, das war's. Down. 400.000 leben noch. Nicht naja, es geht aber schnell zurück. Bienchen hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen liegen im Sterben und haben keine Chance zu überleben. Tragisch. Jetzt fühle ich mich gar nicht mal so gut. Yes! Das Bienchen ist gelandet! Es ist vorbei. Nice! Bienchen ernsthaft hat das Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Ich sag doch, wer ist jetzt eine Drohne? Das Bienensterben ist ein echtes Problem. Oh Mann. Oh, Welt vernichtet, Russland war sogar rot. Russland war ein guter Startpunkt. Aber mach mal vierfache Geschwindigkeit. Ja. Das dauert das immer ewig. Weil der Anfang war langsamer, als ich gedacht hätte. Ja. Die Welt vernichtet. Aber es ist ja und jetzt, los. Jetzt geht alles. Ah, die Bienen. Hat sich? Die Insekten. Ja. Es sind wirklich, wirklich, es ist ein Bienenschwarm, den ich hier. Aber für die USA haben wir so schnell gekriegt, ne? Das hat mich sehr überrascht. Mich auch. Und jetzt gibt's Honig. Was jetzt immer noch Flugzeuge unterwegs waren, ne? Oh, der türkische Honig-Joke war ja noch lustiger, als ich dachte. Der war super. Und das war's. Das war's. Wir haben nur eine Bewertung von 3 bekommen.
Ja. Wir waren zu langsam wahrscheinlich, ne? Mhm, wir waren dafür sehr effizient. Na, stimmt. Okay. Genkomplexität komplex. Was hätten wir sonst noch? Nachahmer im Einzelspieler. Wisst ihr was? Ey. Ich habe gesagt, wir waren effizient, aber im Gegenteil dazu, dass wir langsam waren, aber das macht keinen Sinn. Wollen wir noch den Nanovirus-Run ranmachen? Den können wir machen. Hm. Der kommt mir bekannt vor, das hat Jimmy Neutron bekämpft. Wortwörtlich, okay. Es gibt eine Folge, wo er sich schrumpft und so ein Virus bekämpft. Ich meine, Nachahmer, die Seuche ist schwerer zu heilen. Klar, warum sollten wir dagegen was machen? Davor haben wir Mutationschancen auf der Höhe. Aber wenn wir das machen, ist vielleicht auch nicht schlecht. Na, ich wäre für den Nachahmer. Okay. Welchen Bonus nehmen wir uns? Luft. Oh, verstehe. Das sind immer, starten wir diesmal? Ach so, das sind immer neue Versionen derselben Seuche. Ja, gut. Okay. Welchen Bonus nehmen wir uns hier? Feucht, trocken, Land oder Stadt? Urban. Die urbanen Gegner sind immer nervig zu bekommen. Das deswegen sind die USA so schnell erledigt, ja. Okay, ja, Bonus-DNS bei Rückweg oder Rückentzugskosten erhöhen Sie? Bonus-DNS. Grüße gehen raus an den Eurovision Song Contest-Moderator Peter Urban. Okay. Wir brauchen einen Namen für unsere Nanomachines. Jimmy Neutron. Oh nein. Planet Max. Ja, er ist. Weil es der Nachahmer ist. Nee, warte mal, wie wird er geschrieben? Das ist richtig. Okay. Ja. Spin-off. Ich meine, der Kopf ist schon mal richtig. Welches Startgebiet wählen wir? Wir sind die urbane Katastrophe. Japan. Europa? Wir sind Japan sind ganz weit oben bei der Maschinenentwicklung. Und wenn die, die Nanomaschinen die alle umbringen, von irgendwo kommen, dann aus Japan. Und da passt auch der Name Jimmy Neutron einfach perfekt. Ich mein, und wir sind in urbanen Regionen gut. Und was ist urbaner als Japan? Man könnte ziemlich simpel Japan in Quarantäne setzen, das ist das Problem. Okay, wir müssen also gucken, dass wir hier gut rauskommen. Aber wir sind ja ein Nanovirus, wir werden gar nicht... Wir sind Maschinen, wir fliegen einfach selbst. Niemand wird gerade uns finden. Achso. Wir sind auch nicht so gut dabei, Jimmy uns gerade zu verbreiten. Jimmy Neutron ist ein Nanovirus, eine künstliche Lebensform aus einem Labor. Die Menschen senden einen Killcode, um dich zu heilen. Zerstöre sie, bevor sie dich abschalten können. Leg er erst los, dreht die Welt sich viel schneller. Ich hoffe, ich muss jetzt hier keine Minispiele machen oder sowas. Ich will keine Codes knacken. Es hat sich noch niemand infiziert. Wir sind aktuell nicht gut dabei, muss ich sagen. Nein. Westafrika? Das ergibt gar keinen Sinn! Hä, warum? Was? Was? Die haben schon 8%. Habt ihr gehört? Die haben einen Typ in Japan, das ist mein Cousin. Hä? Okay, hä? Es ist globale Forschung durch den Blick auf Heilung? Was? Was? Was soll der? Hä, wir haben einen Infizierten! Der wird gleich geheilt. Ist das der Hard Mode? War's vorbei? Okay, was ist hier los? Okay, wir müssen ganz schnell übertragen. Kann es sein, dass wir haben den japanischen Präsidenten erwischt oder so? Okay, wir haben Hackerteile der Heilungssignals. Oh ja! Oder die Isolierung des Kills zwischen Stabilisierung des aktiven... Mehr Zeit, bevor Heilungssignal verwirksam wird. Ich verstehe es nicht. Das hätten wir vielleicht holen müssen. Ah, ich verstehe den Modus. Die fangen sofort an mit der Heilung. Das ist der ganze Modus. Und wir müssen halt sofort dagegen arbeiten. Okay. Dementsprechend können wir die Heilung manipulieren. Was tun wir? Okay. Also egal, wo man anfängt, man erwischt jemand reichen, sozusagen. Ja. Womit fangen wir an? Mit welcher Forschung? Ich würde beide von den beiden machen. Ja, beide. Okay. Beide von den beiden. Best of both worlds. Alles klar. Okay, erfolgreich weiterentwickelt. Ja, es ist runtergegangen, sehr gut. Puh. Die sind ja schon bei 9%. 10%. Ja, die waren schon bei 15% vorhin. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie ganz schnell was übertragen. Also würde ich sagen, wir gehen auf Flöhe, weil wir in einer urbanen Gegend sind. Wie viel brauchen wir? 9. Ja, bei 9. 10 Punkte brauchen wir. Oh, ups. Ich habe das Gefühl, wenn wir erstmal die Nagetiere infiziert haben, dann sollten wir relativ gut dabei sein. Dann geht's los. Weil wir sind in Japan. Aber wir kriegen keine Punkte, wenn wir nichts tun. Ja. Arznei in Japan hemmt Infektion. Das läuft nicht gut. Nee. Japan war kein guter Start. Jimmy, du bist eine Enttäuschung. Es beginnt überhaupt nicht, sich auszubreiten. Okay, jetzt. Das ist es doch jetzt. Los, Ratschan. Tut, was ihr könnt. Hey, Jimbo. Oh mein Gott. 1, 2,
Es ist ein bisschen schneller. Nein. Jetzt Jimmy haben wir Jeff. Die gute Schulklasse infiziert. Dänische Mafia wird zu mächtig. Ja, das ist mein Nein. Das ist nicht mein Traum. Die deutsche Kanzlerin, das was? Okay, okay, okay. Da denkt sich das der Jimmy Neutron, ich muss los. Was haben wir eigentlich in Japan für Gegebenheiten? Urban reich. Und reich. Wie kann das wirklich sein Catchphrase gewesen sein? Er war vor seiner Zeit. Vielleicht Jimmy Neutron Genom vollständig sequenziert. Vollständig sequenziert. Ich will ja auch vorstellen, glauben, dass der Durchbruch... Ja, wir haben verloren. Also ich glaube, an dem Punkt ist es einfach schon so gut wie vorbei. Ich meine, Jimmy Neutron hatte nicht mal die Chance, jemals sich auszubreiten. Erwachsen zu werden. Die Menschheit wird nie von ihnen erfahren, dass es ihn gab. Nein! Wir brauchen irgendeinen Gedankenblitz. Wie wär's, wenn wir bei den Fähigkeiten, gegen Medikamente gehen? Das kostet 13. Fuck. Ob wir das noch hinkriegen? Ja. Aber nee. Ich glaube, das hilft uns nicht. Wir müssen uns verbreiten. Ja, das ist ja mein Punkt. Wir verbreiten uns vielleicht besser, wenn wir mehr Resistenz haben. Schwieriges Erdbeben mit China. Okay, 17 Punkte. Okay, 17 Punkte. Warte ganz kurz. Ist noch alles offen. Okay. Japan ist noch voll offen. Fähigkeiten. Übertragung lieber, ne? Luft ist, ich habe das Gefühl, weil es ein reiches Land ist, unterdrücken die das auch gut. Als was zählt China? Reiches oder armes Land? Ist Japan sehr, sehr hygienisch. China ist ein urbanes urban. Land. Nur urban. Okay. Das heißt, wir müssen halt so sehr auf urban gehen wie möglich. Aber wie kommen wir da hin? Ich könnte doch mal die Ratten noch stärker machen. Das können wir machen. Mach die Ratten noch stärker, das ist so. Okay. All in auf die Nager. Wenn wir uns damit nicht fortpflanzen können, dann können wir das nie. 100 infiziert? Das reicht nicht. Das ist halt immer noch so wenig. Ich hab wir sind das auch Gefühl, immer noch so langsam. Wir kommen nicht so richtig voran. Extra Punkte, die nehmen wir schon mal mit. Was ist wirklich mit der Resistenz von Medikamenten? Kostet 13. Wahrscheinlich wollen wir da links kaufen, oder? Was ist das? Erhöht Wirksamkeit in wohlhabenden Ländern. Ist schon nicht schlecht. Das ist ja genau deswegen. Hecke, das kann man natürlich kaufen, das unterbricht das zukünftige Aussendung zu verlangsamen. Das können wir jetzt erstmal holen und hoffen, dass wir damit mehr Zeit haben. Okay. Schlafstörung bekommen. Es hat ist doch schon mal wirklich etwas. Es hat's wir sind aber gestoppt. Oh, wir werden schneller. Oh, wir werden schneller. 1000. Langsam, aber sicher. Einfach genial. Das ist jetzt einfach das, was du das restliche Video machst. Moment, Johnny, hast du gerade Jimmy Neutron Zitat oder so gegoogelt? Nee, ich wollte mir tatsächlich Gedankenblitz nochmal die Animation ansehen. Okay. Weil ich erinnere mich, dass es so widerlich aussah, wie sein Gehirn pulsiert und dann so blitzt. Wir kommen nicht raus, das ist das Problem, wir kommen nicht weg. Und die Zeit läuft. Es ist deprimierend. Nanomaschinen sind schwer. Fertig. Ja. Nicht für Jimmy Neutron. Der hat damit eigentlich keine Probleme. Jimmy Neutron verkackt gerade ziemlich hart, würde ich sagen. Das ist eine enttäuschende Zugabe auf unseren ersten Run. Dem fiel es sogar leichter, mit Hosen die Welt zu überrennen, als hier. Das stimmt. Ja, wir breiten uns okay aus inzwischen. Oh. Australien. Okay. Wir sind dabei, eine Seuche zu werden. Wir sind zum ersten Mal woanders. Oh, wir sind in Australien angekommen. Let's go. Immerhin. Fähigkeit, Hitze. Kostet 14, alles teuer. Oh Gott. Wir bekommen halt keine Punkte rein. Oh, Australien bekommt da eine Menge Punkte. Mhm. Wir bekommen jetzt ein bisschen was rein. Wie sieht Australien mit der Infizierung aus? 14. Das ist nichts. Das sah gerade stärker aus, als es ist. Die meisten davon irgendwo in der Wüste. Wie man es eben erwarten würde. Wenn das nicht so langsam wäre. Das ist ein Wir können auch so nichts kaufen. Ne? Wir können so kläglicher Verlauf. Ich meine, sie haben die Heilung sowieso bald fertig. Anämie? Was ist das für ein Dein Hemoglobinstand verringert sich und du hast weniger Sauerstoff. Versuchen wir es und schauen, ob die Gebiete helfen.
Dann können wir vielleicht Russland angreifen wieder. Ich weiß nicht, wie wir jemals zu Russland rüberkommen sollten. Bei Indien. Oh, hier unser Flieger. Oh. Habt ihr Flieger nach Europa gesehen? Italien? Ja. Der eine Flieger, da sitzt der Jimmy drin. Der Jimmy ist ja Flieger. Jimbo, Jimmy Jam. Okay, wir kommen auf jeden Fall rum. 10 Punkte. Wir könnten. Oh, was ist das da oben links? Die Augen oder was auch immer. Über den Schädeln. Überlade Virus, Replikation der Höhe Ansteckungsgefahr deutlich. Ja. Das brauchen wir. Das Nanovirus hat seine Replikatoren überladen und damit seine Ansteckungsgefahr kurzzeitig enorm erhöht. Kurzzeitig? Oh, das heißt, wir haben jetzt einen super schnellen Boost. Gott, die haben aber fast das Heilmittel. Ich merke davon noch nichts. Doch, es ist schnell, es ist schnell gestiegen. Oh, Flieger nach Island? Jackpot? Ja, Island, wie gefällt euch das? Tipp, rühre Infektionsblasen. Ja, warum immer noch Tipps angezeigt werden, weiß ich auch nicht. Das Spiel denkt, wir spielen Scheiße. Oh, jetzt geht's los. Okay. Oh mein Gott. Wenn es geht los. Hat man einfach es geht los. Oh mein Gott. Es geht los. Oh mein Gott. Okay, wir müssen. Was? Wir müssen anfangen zu. Erstmal das hier, ne? Verschlüsselung durchbrechen, ne? Ja, genau. Ja, oh mein Gott, ja. Und das obere auch direkt, ne? Ja. All in. Was schaut euch die Ansteckungsgefahr an. Quellcode des Killswitch wird teilweise gehackt, verringert Effektivität zukünftiger Heilungssignale. Okay, das müssen wir danach auch kaufen. Das kostet 20. Das Nanovirus hat seine Störsender für den Heilungssignal überladen. Damit ist er für einige Wochen immun. Yes! Komm schon! 30%! Oh. Yes! Okay, damit lässt sich arbeiten. Ich würde übrigens sagen, dass wir versuchen, in heiße Gebiete vorzudringen. Okay. Ja. Wir versuchen generell in Gebiete vorzudringen. Heiße Gebiete. Auf geht's. Ja, ich meinte aber, dass wir das Upgrade machen, damit sie weniger Hitze empfinden. Ich hab's verstanden. Oder hab ich's gekauft? Ich hab's falsch gekauft? Ich hab's richtig gekauft. Nein, es war schon richtig. Nee, du hast richtig gekauft. Oh, es funktioniert. Okay, wir haben viele Punkte. Die Replikator-Überladung ist beendet. Schade. Ja, es ging schnell. Schade. Gerade, wo es so viel Spaß gemacht aber hat. Aber es sieht doch schon ein bisschen besser aus für uns. So, ich kann jetzt das hier kaufen. Ja. Ja. Yeah. Ich hoffe, das sollte uns erstmal eine Menge Zeit verschaffen. Gut, auf geht's. Wir haben es eigentlich verkackt, um zu stoppen. Ja, sehr gut. Neuseeland. Die reichen Länder können jetzt auch nichts mehr machen. Dafür sind wir gewappnet. Ja, yeah, wir haben alle Ratten unter Beschlag. Wir könnten noch Kälte forschen. Ja, yeah, Kälte. Oder was ist. Ja, geht auch. Was ist mit Übertragung, dass wir die erhöhen? Weil ich glaube, wir erreichen hauptsächlich urbane Gegenden nur, ne? Weil wir sind auch ein urbanes Hightech-Virus. No. Deswegen, ja. Russland schlägt sich gut. Dabei haben wir ja ländlich auch gemacht ein bisschen. Ja, aber auch nicht so viel. Ich denke, wir müssen in erster Linie noch, wir brauchen noch das zweite von den hohen Temperaturen, damit wir richtig in den Süden einschlagen können. Okay, was kostet das? 31. Ja. 31. Ich glaube, es wird es wert sein. Hoffentlich. Aber die Ansteckung müssen wir nicht erhöhen. Oder warte mal, ist die jetzt gesunken? Ja, die ist jetzt gesunken. Oh. Wegen dem. Sie war ausgegangen. Da war nur kurzzeitig. Okay. Ja. Na gut, dann sparen wir auf die. Ich hatte doch 31. Okay, auf geht's. Hoffen wir mal, dass das uns weiterhilft. Wir müssen die Übertragung vielleicht noch ein bisschen mit rein. Ja. Blut und Mücken und oh sowas. Oh Gott, sie sind schon mit der Heilung schon wieder bei 58%. Wie geht? Können die ach so schnell du Scheiße. Das war, das ging schnell. Okay, Moskitos. Nicht die ganze Zeit die Moskitos haben Moskitos. Uns immer. Moskitos haben yeah. uns yeah. oder? Die Moskitos yeah. werden uns helfen. Sie arbeiten in Westafrika an der Heilung. Moskitos das heißt, je eher wir Afrika überrennen können, desto besser. Null infiziert, das kann doch nicht sein. Wie kamen die darauf? Hey, weiß ich nicht, sie haben gehört, ey, der Typ in Japan, der hat seltsamen Husten. Vor allem, das war der Nanovirus. Ja. Vor allem, es war nur ein Typ. Okay. Ja, das war, wie gesagt, das war der Präsident oder so. Trockene Gebiete. Das war El Präsident von Japan. Es war Jimmy trockene Neutron. Gebiete, trockene Gebiete brauchen wir. Es war James Isaac Newton. Okay, wir fangen schon an, ein bisschen Fuß zu fassen in Afrika. Wir müssen aber rüber in den Westen. Wir haben halt viele, viele Leute infiziert, aber das ist alles nur ein Haufen. Tumore, Symptome. Ich meine, wir sind in Amerika. Also vielleicht sollten wir noch Wasser reinnehmen. Ist schon okay. Das können wir machen, ja.
Oh ja, hier sind viele Schiffe unterwegs. Hier mal mit eurem Wasser. Ja, ich nehme einen Schluck Wasser. Das hier erster Todesfall im Königreich. Okay, wir haben auch schon 10.000 auf der Welt. Oh, Großbritannien wurde überrannt. Die Todeszahlen steigen stark. China beginnt zu zerfallen. Wir haben wieder Punkte übrigens. Das ist die Verkehr, sind immer noch nicht in Westafrika. Wie kommen wir da hin? Das wird nicht einfach, das wird nicht einfach. Nach Afrika? Blutübertragung. Vögel? Was ist mit Blut? Blutübertragung. Oh ja, yeah, Blutübertragung. Komm schon. Interessanterweise ist Russland sehr stark angestiegen. Oh, oh, oh yes. Westafrika, euch kriegen wir noch. Oh, das ist wieder gut aus. Leisten? Ich sehe, oh, 65%. Südafrika kriegt immer den Kaktuseiseffekt, jedes Mal. Der Kaktus-Ass-Effekt. So sieht das aus. Landübertragung erhöhen. Ja. Das Land wechselt von gelb zu grün und dann hat es so ein rote Dinger oben. So lang kein Kaktus-Eis mehr. Ich weiß nicht, siehst du das? Das ist ein Kaktus-Eis, aber falsch. Ich dachte, Westafrika hat welche. Nee, noch nicht. Wir haben auch Kanada kaum. Ich bin erstaunt, dass sie die Flughäfen noch nicht zugemacht haben oder so. Übelkeitssyndrom. Oh, Grönland geht los. Wir haben sehr viele Punkte. Wie können wir nach Westafrika weiter vorstoßen? Ja, was... Wir könnten was hat Westafrika für Eigenschaften? Ja, wahrscheinlich ist Viehbestand sinnvoll. Westafrika hat heiß, rural, ländlich und arm. Arm ist auch. Okay. Ja, ich würde sagen Viehbestand 2. Und die haben keine Flughäfen. Viehbestand 2. Auf geht's. Und dann hoffen wir, dass es langsam. Oh, yes. Oh, sie sind direkt da. Oh, okay. Okay, warte mal. Wir sind da. Wie sieht es aus mit Arzneimittelresistenzen? Brauchen wir sowas noch oder sind wir da schon. Ja, kann nicht schaden, mach mal eins. Doch, also die haben die. Ja, jetzt geht's in der USA. Die Heilung ist die Menschen in Botswana sterben schneller, als neue Menschen infiziert werden. Das war ja meine eigentlich erste Idee, gegen die Heilung zu gehen, aber es hat ja trotzdem bisher sehr gut funktioniert. Aber die Heilung ist trotzdem der größte Gegner. Ja. Australien schließt Flughäfen. Das ist uns egal, die sind schon alle infiziert. Ziemlich sicher. Die sterben nur noch nicht. USA geht gerade richtig ab. Und Kanada ist halt auch schon wieder. Gott, Kanada! Wir haben keine Kälteresistenz, oder? Ach ja. Eins haben wir. Nein, wir haben ja dann Russland überrannt. Weiß ich nicht. Sollen wir Kälteresistenz 2 kaufen? Ja, müssen wir. Mutiert, Zysten. Okay, Kälteresistenz 2. Ohne Kälteresistenz 2 werden wir den Norden nicht einnehmen können. Es ist gut, dass die Tödlichkeit Stück für Stück Westafrika mutiert. Ist halt wirklich eins der letzten Länder. Europa geht gerade gut ab. Das ist so interessant. Oh, wir sind jetzt auf der Bonusliste. Die Bonusliste sind schon 26 Millionen Menschen gestorben. Das FBI hat seine Machenschaften. Der Platz in blaue Lasen. Schaut das blaue Flugzeug an. Schnell, mach weg. Was? Da. Es fliegt nach China. Nein, es kam von China. Achso, es kam von China. Oh, Grönland ist down, oder? Grönland hat sowieso nur 3 Leute. Oh, Kanada bekommt auch langsam die Pocken. Ja. Wie ich auch hoffe. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir anfangen zu töten. Kanada. Damit die halt nicht forschen können. Ich weiß nicht, ob wir noch genug Punkte bekommen werden, um zu töten. Ja, wenn nicht, ist das ein Problem. Aber erstmal sollten wir. Ich weiß ja nicht, wie weit sich das noch weiter mutiert. Sehr großer Vogelzug erwartet. Wieso ist Schweden so widerspenstig? Der ist wie gute Fragen. Lustig. Schweden. Kalt, feucht, urban und reich. Eigentlich haben wir dagegen alles, aber vielleicht wirklich die... Das kommt bestimmt gleich noch. Ja. Yeah. Kanada kriegen wir auch langsam. Ich denke, wenn die Nachbarn erstmal ein bisschen so zu quengeln anfangen... Wollen wir denn auf Tödlichkeit jetzt gehen? Ja, müssen wir. Okay. Müssen wir. Die Leute labern immer von Island in diesem Spiel, aber Kanada ist viel schlimmer. Infektion und größer. Oder innere Blutung klingt böse. Oh mein Gott, der Schock. Ich hoffe, die Forscher niesen in Taschentüchern. Es ist groß. Paranoia-Syndrom mutiert. Okay, wir kriegen auch ein paar gute Mutationen. Stört das die Forschung? Ja, die Forschung ging runter. Schweden ist auch 1%. Siehste? Wunsch in Erfüllung gegangen. Ein Lauf gegen die Fall. Schweden gehört auch so gut wie uns.
China schickt wieder. Vorhin stand da, unser! Vorhin stand da, China ist in Anarchie verfallen oder so. Und jetzt machen die hier einen auf Heilmittel. Ich weiß auch nicht. Die Anarchie hat endlich dafür gesorgt, dass sie sich da mal zusammenreißen. Was kostet das? Oh, 23 müssen, Punkte. Wir das haben fast so viel, wir müssen dringend töten. 23 Punkte wär so wichtig. Wir können verkaufen. Aber oh, was? Oh nein! Hitzebeständigkeit. Meinst du? Kriegen wir 8 Punkte. Ich meine, Kanada ist unser Problem. 8 Punkte reichen, ne? Ja. Oh ja, wir brauchen 23. Wir haben 15. Mhm. 15 plus 8. Also Hitze weg, ja? 23. Trauen wir uns das? Ja. Der Süden gehört sowieso schon lange uns. Und jetzt bringen wir sie alle um. Oh, ich meine, eigentlich gehört er nicht lange uns. Westafrika war ein Akt. Oh, John, ich rede doch vom Süden und nicht vom Westen. Wer ist noch nicht infiziert? Ich gebe mich geschlagen. Nur Kanada, oder? Kanada, ey. Sonst haben wir komplette Weltstatistiken, sodass wir irgendwie sehen können, welches Land noch nicht ist? Ich glaube, es ist wirklich nur Kanada. Irgendwie bestimmt, aber... Mehr Tote als durch Pocken. Die ganze Welt ist jetzt Retro-Will. Oh Gott. Oh nein, sie forschen weiter. Auf eure Heilung, um herzuschicken. Wie könnt ihr überhaupt noch forschen, wenn ihr alle krank seid? Naja, sie sind infiziert, aber sie haben bald alle starke Symptome. Haben wir alle? Oh, komm schon, ja, komm schon, Tötungsbalken. Okay, wir haben Geld. Okay, wir haben 23 Punkte, das reicht doch für was. Die Aufholjagd beginnt. Ja, ich glaube, wir müssen mit dem bisschen gehen, was wir kriegen. Ja. Ich meine, das ist ein gutes bisschen, ehrlich gesagt. Und wir haben noch 5 Punkte übrig. Wenn wir dann aber noch eins weitergehen können auf den Hirnschlag, das Koma mache ich auch, das bringt gar nichts. Das Koma kostet nur 3. Na, nehmen wir es mit. Ja. So, komm mal einpacken. Das erhöht die Schwere der Krankheit. Dann kommt auch noch in den Einkaufswagen. Oh, wir haben gut getötet. Ich glaube, sie werden mit der Heilung nicht hinterherkommen. Was können wir hier noch holen? Schwere erhöhen? Ich würde schauen, dass wir noch sparen können. Okay. Jimmy Neutron hat einen schwachen Start und wurde dann sehr stark. Das Gegenteil seiner eigentlich. Stimmt. Das wäre halt so cool, ne? Ja, wir brauchen Punkte. Das Organversagen. Nur noch 7 Punkte. 3, 2. Wir haben's. Okay. Es ist vorbei, wir sind bereit. Wie konnte das passieren? Es hat überhaupt nicht funktioniert erst. Als ob wir noch die Kurve gekriegt haben. Er ist ein Genie. Ich habe das Gefühl, sie hätten erst ein bisschen mehr Infos über das Virus sammeln sollen, bevor sie nach dem ersten Befallenen angefangen haben zu forschen. Das hat nicht wirklich zu viel geführt. Das Virus wusste einfach mehr. Ja. Richtig viel sogar. Das war einfach genial. Leg es erst los, dreht die Welt sich viel schneller. Was für ein Genie, das voll das Chaos liebt. Sei dabei, wenn er wieder mal was anstellt. Wandeln und Ruhe. Ja, hier kommt Jimmy. Und dann das Schreien ist die Weltbevölkerung. Oh Gott. Ja, Jimmy Neutron. Okay, ich würde sagen, 3 Millionen. Wir haben die Menschheit neutralisiert. Bin ich zurück, Welt. Es gibt da nicht mehr viel für dich zu erledigen. Und... Jimmy Neutron wird Menschen vernichten. Achso, ja, okay. Ist nicht gelogen. Gut, dass irgendjemand da noch bei den News arbeitet. Ein paar Tausend gibt's noch. Ein paar Hunderttausend waren noch übrig zu dem Zeitpunkt. Ich bin ziemlich sicher, dass das schon mal vorbei. Und das war's. Jimmy Neutron hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Ja, so hab ich's auch wahrgenommen. Okay. Das war ein so schwerer Start. Ich dachte nicht, vor allem, als wir überhaupt angefangen haben, Japan zu verlassen und da 1000 Infektionen zu haben, waren die bereits bei 50% von der Heilung. Es ist halt passiert einfach nichts. Nein. Australien war okay. Wir haben ein Jahr fast gebraucht, um China war natürlich ein großer Win. Ja. Deswegen war unser allererstes Schwachus Bactus auch so gut, weil wir in China angefangen haben. Ja, ich glaube, China ist ein sehr guter Start. Es ist einfach... Das zeigt uns das Leben. Das stimmt.
Ich habe das Gefühl, man sollte in Kanada starten, denn wer es in Kanada erstmal geschafft hat, der kann nicht mehr verlieren. Ja, das war so ein bisschen das, als wir in Deutschland gestartet haben. Aber was ist immer mit Island? Island war bisher noch nie ein Problem bei uns. Ja, ja, das stimmt. Ja. Vielleicht gehen die Leute nicht auf Kälte, ich weiß auch nicht. Aber ja, war sehr erfolgreich. Auf jeden Fall. Hätte ich echt nicht gedacht, dass sie die zweite Runde noch holen. Sollen wir hier nur Siege haben bei dir? Ja, das war ja, wir haben halt hier die Spielstand. Wir haben halt hier die geilen Bonis, ne? Hier, so ist hier, das. Die genetischen Codes hier. Ja, ja, das stimmt. Die helfen bestimmt ein bisschen. Okay, dann würde ich sagen, das war Plague Inc. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die neuen Erreger und sowas, die man hat, sind ganz nett von der Idee, aber wie ich denke, wenn ich im Endeffekt einfach nur mit Bakterien weitergespielt hätte, hätte ich nicht viel Unterschied gesehen. Aber das ist okay. Das ist ein kurzweiliges Spiel für das, was es ist. Vor allem ist es ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an Game Dev Tycoon und sowas, weil der größte Teil des Spiels, ich mag solche Spiele eigentlich sehr, weil man braucht auch ein bisschen Fantasie, um sich vorzustellen, was gerade vor sich geht. Absolut. Ich lieb's bei Game Dev da, sich vorzustellen, worum dieses Spiel geht und was da drin passiert. Ja, genau. Einfach nur das ist ja auch sehr ähnlich. Ich meine, du siehst so eine Weltkarte mit roten Punkten. Das stimmt. Ich finde, wir haben das gut gemacht. Trotzdem Kanada! Ich war für die Puns hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Have a blast.